When I met you in the... Macht der Flamingo. Hallo und herzlich willkommen, Mädels, zum zweiten Teil The Crew. Heute zeige ich euch meinen Ford GT. Perfection Car, seht ihr auf der rechten Seite. Flamer fährt wieder mit seinem irgendwas, keine Ahnung was. Und wir müssen irgendwo schauen, wo wir hier den Traffic ausschalten, weil Flamer hat sich letzte Folge unglaublich beschwert, dass der Traffic ein war und deswegen natürlich konnte er nicht gewinnen. Naja, was auch immer. Ich hoffe, wir... Warte, wo war denn jetzt das Auto hier, mit dem wir fahren wollten? Wir wollen ein ganz normales Rennen haben. Warte. Dann Perfection Car. Dash to the Dam. Klingt doch gut. Vernünftig, oder? Machen wir. Spielen wir. Warte, können wir noch ein anderes? On the Waterfront. Race for Liberty, Mädels. Auf geht's! Flamer, bist du soweit? Jetzt müssen wir unseren Ford GT noch auswählen. Schaut euch kurz die Stats an. Ist nicht so berauschend, nicht so prickelnd, aber... er nimmt den Aventador. Linke Seite, Aventador. Rechte Seite, mein Ford GT. Ich habe auch so einen Aventador. Und den zeige ich euch wahrscheinlich in der nächsten Folge. Der ist richtig geil. Aber Mädels, jetzt werden wir schauen, ob wir eine Chance haben gegen seinen Aventador. Der Lamborghini ist natürlich ziemlich geil. Der Ford GT ist nicht ganz so stark, aber großer Vorteil vom Ford GT ist, er kostet nur 150.000. Das heißt, wenn ihr ein Auto braucht, ob Circuit oder Perfection, also ob Rennwagen oder was weiß ich, was Perfection auf Deutsch heißt, keine Ahnung, kauft ihn euch. Er ist ziemlich billig, verhältnismäßig. So, ich starte jetzt links und wir werden einfach mal schauen. Flamer wird ganz am Anfang, ich sag's gleich, nach links ziehen und mich probieren wegrammen. Das heißt, wir schauen, dass wir direkt wegdüsen und... Oh, war nicht so gut geplant, wie wir das wollten. Okay, Flamey, du bist hinten. Bleib schön hinten, bleib schön hinten. Er ist wirklich schneller als ich. Wir werden schauen, dass wir das... Zack, schieb mich mal an, eine Runde. Komm, 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 komm. Und das war nicht die feine englische Art, Flamer. Aber, Kollege, so geht das nicht. Können wir kurz die Seite anschauen? Ich habe ein kleines Vinyl drauf. Oh, yes, und da geht's direkt in die Kurve rein. Alles klar, aber wir... Wir sind doch gut unterwegs. Juckt uns nicht. Wir sind eine Sekunde hinten. Wir probieren das natürlich noch aufzuholen. Ich weiß nicht, wie viel Erfolg wir dabei haben, weil seine Karre ist schon ziemlich geil, ne? Wir müssen natürlich schauen, dass Flamer am Gewinn bleibt. Weil sonst habe ich keinen mehr, der gegen mich fährt, ne? Letztes Mal voll fertig gemacht. Jetzt müssen wir schauen. Jetzt geben wir natürlich diesmal ein bisschen nicht so sehr viel Gas. Wir können doch mal kurz stehen bleiben irgendwo und dann mal schauen, was er draus macht. Und ja. Aber ansonsten ist es ein ziemlich tolles Auto. Wir können mal kurz in die Innenansicht schalten. Mal schauen, was wir davon halten. Schaut geiler aus als beim Lamborghini Murcielago vorher. Man hat viel mehr Knöpfe und so Zeugs zum Einstellen. Und was macht denn er hier? Hat er einen Unfall gehabt? Kollege, wie ist mit dir? Ein Auto ist schon krass schnell. Das muss man dazu sagen, ist Wahnsinn. Aber ich bin natürlich der bessere Fahrer, muss man auch ganz klipp und klar sagen. Und demnach müsste ich das eigentlich gewinnen können. Was natürlich noch dazu kommt, kein Verkehr an. Und da hat Flamer natürlich leichtes Rennen, gerade jetzt hier auf der Geraden. Also, ja, naja, viel leichter kann man es ihm gar nicht mehr machen, weil wirklich das schnellere Auto. Und dann müsste doch gar... Oh, da hat er einen Fehler gemacht und ich mache denselben. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen, der Flamingo aber auch, ne? Meine Fresse. Unglaublich. Also das wäre die Führung gewesen. Wir haben natürlich den kleinen Fehler absichtlich eingebaut, dass Flamer noch ein bisschen Chance hat, ein paar Meter hat. Und komm, 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 zieh. Ah, das war nicht so günstig. Da hat er die Kurve nicht so ganz bekommen. Ja, ansonsten liegt er eigentlich ganz gut auf der Straße. Man kann wirklich mit ihm ganz toll fahren. Schaut auch schön aus irgendwie, ne? Kann man so sagen. Und Flamer zieht gerade total davon. Wir sind jetzt Checkpoint 9-11. Und das wird nichts mehr, Mädels. Ich kann es euch sagen, ich habe verloren. Das zweite Rennen geht an Flamer. Ja, wir schauen nur noch, dass wir unter die... Jetzt bremst er ab vorher, der Schlingel. Jetzt bremst er wirklich ab. Bremst er ab? Er bremst nicht ab. Alles klar. Flamer, gratuliere an dich. Gut gefahren. Bei der einen Ecke hätte ich ihn bekommen müssen. Schaut euch kurz die Felgen an. Die sind geil. Sowas ist geil, Jungs. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Zweiter Platz. Flamer ist gut gefahren. Lamborghini Aventador kommt als nächstes, weil der ist wirklich Hammer. Und das Vinyl, was drauf ist, hat er von mir geklaut. Ich sag's euch so, wie es ist. Abonniert meinen Kanal für mehr The Crew. Schreibt Fragen in die Kommentare. Kauft euch unbedingt den Ford GT. Ist eine geile Karre. Gerade auch das Circuit Car, also das Rennauto, ist wirklich krass. Das geht ganz schön ab. Das ist wirklich schon besser als das Perfection Car, was ich jetzt gefahren bin. Also das Circuit Car, mit dem hätte ich Flamer geschlagen. Ohne zu zögern. Alles klar, Jungs. Gebt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal für mehr. Fragen in die Kommentare, wie schon gesagt. Nächsten Sonntag kommt der Aventador und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao.